Ich fand zum Beispiel den Elfmeter relativ klar aus meiner Position. Ich fand auch, dass dann einige Diskussionen mit dem Schiedsrichter auch unnötig waren, auch von unserer Seite aus. Ich will uns da gar nicht komplett rausnehmen. Der Schiedsrichter hat seinen Job gemacht, meiner Meinung nach ein bisschen zu penibel manchmal. Aber ja, es waren eigentlich viele Kleinigkeiten, die meiner Meinung nach dann immer nochmal zurückpfeifen, nochmal diskutieren, nochmal irgendwie erläutern und eine Lehrstunde. Und das fand ich einen Tick zu viel, ehrlich gesagt. Es war ein super faires Spiel, auch von den Städten, von uns, eigentlich keine groben Fouls. Wenn das dann durch das Schiedsrichtergespann so ein bisschen unruhig wird, weil jede Entscheidung kommentiert wird von beiden Seiten, also von der Schiedsrichterseite als auch von der Spielerseite, das war halt ein bisschen unnötig. Man kann einfach eine gelbe Karte geben oder nicht pfeifen oder nicht, aber man muss nicht alles kommentieren, wenn nicht der Spieler jetzt irgendwie explizit was nachfragt oder so. Das fand ich ein bisschen unnötig, aber ich finde, wir sind da gut mit umgegangen. Bei uns spürt man immer, dass es ein sehr familiäres Ding ist. Bei uns ist eigentlich die Hauptsache, dass wir schon Spaß am Spiel haben, dass wir unsere Werte so ein bisschen mit einbringen, dass wir unsere familiäre Einstellung auch ein bisschen mit auf den Platz bringen. Wir sind aber auf jeden Fall gewillt, auch richtig attraktiven und guten Fußball zu spielen. Und ja, dass wir das auch so vereinsintern so ein bisschen mittragen. Es ist eigentlich bei jeder Amateurmannschaft bei uns hier beim FC St. Pauli so, dass jeder da wirklich schon versucht, auch ans Limit zu gehen. Das sieht man selbst bei den alten Herren, das sieht man bei der siebten Mannschaft, bei der achten. Das ist alles, da versucht schon jeder alles rauszuhauen und nicht nur just for fun zu spielen. Sicherlich ein glücklicher Sieger in den Städten, das hätte auch in unsere Richtung kippen können. Aber ein Unentschieden haben wir uns, glaube ich, auf jeden Fall da heute erarbeitet. Und das ärgert mich echt ein bisschen für die Mannschaft, weil die echt kämpferisch, spielerisch da heute alles reingehauen hat, und von den letzten Spielen war das mit einer der besten Vorstellungen, und daher umso ärgerlicher, dass wir ohne Punkte dastehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.